Herzlich willkommen hier im Reitstadel. Heute Abend geht es um das Thema mit dem Traumschiff ins Abenteuer. Wer würde nicht gerne mal mit so einem Traumschiff irgendwo über die See schippern, Abenteuer erleben? Was heißt eigentlich Abenteuer? Theresa redet nachher über Abenteuer Christsein. Was heißt Abenteuer? Abenteuer heißt, ich gehe in was Unbekanntes, ich erlebe was Neues, vielleicht erlebe ich auch Gefahren, vielleicht auch Enttäuschung. Also wenn man so an Abenteuer denkt, denkt man wahrscheinlich so an eine Weltreise. Wer hat denn schon mal eine Weltreise gemacht? Ist jemand dabei, der schon einmal so ganz um die Welt gereist ist? Ich sehe jetzt bisher keinen. Jetzt gibt es einen, der hat das 87 Mal gemacht. 87 Mal, das war nur das auf dem einen Schiff. 87 Mal um die Welt, und ich bin sicher, er hat unheimlich viele Abenteuer erlebt. Aber es gab auch mal eine Reise, obwohl er so viel gereist ist, auf die er sich besonders gefreut hat. Eine Reise, da wäre er nämlich, da hat er sich darauf gefreut, nach New York zu fliegen. Mit einem ganz besonderen Flugzeug, ganz besonders schnell. Das hat er noch nie vorher gemacht. Und von der Enttäuschung, die er dann erlebt hat, als ihm dieses Abenteuer mit diesem fantastischen Flugzeug zu fliegen versagt geblieben ist, von dieser Enttäuschung wird er euch gleich erzählen. Er hat nämlich ganz kurz vor dem Flug einen Anruf bekommen: Sorry, du kannst nicht fliegen, du musst in eine andere Maschine gehen, wir haben einen anderen Termin für dich. Waldemar Grab, herzlich willkommen, bitte erzähl uns von deiner Enttäuschung. Das will ich gerne tun, aber lass uns erstmal ein bisschen Musik hören, schauen, ob der Flügel überhaupt gestimmt ist. Ich bin fasziniert von dieser Erde, bin fasziniert von dieser Welt. Mein Herz jubiliert, dem Herrn gilt die Ehre. Er hat mich heute in seinen Dienst gestellt. Komm, lass uns wieder Tränen lachen, wenn wir über Wiesen gehen, aus Gedanken Lieder machen, neue Sterne funkeln sehen.
staunend über Regenbogen, über weißen Mondenschein. Die Seelen sind wie aufgezogen, komm, lass uns weinen, lass uns sein. Ja, ich bin fasziniert von dieser Erde, bin fasziniert von dieser Welt. Mein Herz jubiliert, dem Herrn gilt die Ehre. Er hat mich heut in seinen Dienst gestellt. Lass uns auch mal Tränen weinen, wenn wir über Disteln gehen. Lass unsere Seelen sich vereinen, dankbar um die Erde wehen. Lass Berge betend uns versetzen und uns nicht wundern, wenn's geschieht. Die Gebete sich vernetzen und nicht nur glauben, was man sieht. Ja, ich bin fasziniert von dieser Erde, bin fasziniert von dieser Welt. Mein Herz jubiliert, dem Herrn gilt die Ehre. Er hat mich heut in seinen Dienst gestellt. Er hat mich heut nach Neumarkt bestellt. Er hat mich heut zu euch gesellt. Oh yeah. Vielen, vielen Dank. Die Lieder können noch so fröhlich sein, aber wenn diese eine Stelle kommt, komm, lass uns doch auch mal zusammen weinen, dann erinnern sich die meisten an eine Gelegenheit, wo man jemanden gesucht hätte, mit dem man mal hätte richtig heulen können. Viele haben vielleicht jemanden auch gefunden, das ist immer eine Sache von Freundschaft und Vertrauen. Ich hab das damals gehabt, diese Geschichte, die Bill da gerade angesprochen hat. Da hatte ich nun ein exotisches Leben in der Politik, 7 Jahre bei Helmut Schmidt, dann bei Hans-Dietrich Genscher, mit ihm allein über 10.000 Flugstunden in der Luft gewesen. Ein Leben, wo man sagt, das hätte eigentlich ein Leben in Genüge sein können, aber es ging weiter in die freie Wirtschaft, Redenschreiber in der Politik und alles Mögliche. Und dann sitze ich in einer Hotelbar, eigentlich nur so ein bisschen am Piano, und werde dann entdeckt von Entre Rieux, mit dem ich auf Tour gehe. Und dort auf dieser Tour werde ich unter anderem auch entdeckt von Wolfgang Rademann, dem Produzent des ZDF-Traumschiffes. Und dann habe ich alles verkauft, was ich hatte. Also nicht wirklich, aber es klingt ganz gut, wenn ich das so erwähne. Dann habe ich alles verkauft, was ich hatte, und bin diesem Mann gefolgt. Sie wissen, das ist ein biblisches Motto, nicht? Aber dieser Mann hieß Rademann. Das war der Produzent des ZDF-Traumschiffs. Und ich habe dann wirklich alles aufgegeben, bin aufs Traumschiff gegangen. Und dort eben über 87 Reisen, alleine nur mit diesem Schiff. Es kommen noch viele dazu mit anderen Schiffen. Und auf diesem Schiff passierte es eben, dass irgendwann im Lauf der Jahre in Paris die Concorde abstürzte. Und das war ein Flugzeug unserer Reederei. Und ich bin oft mit der Concorde geflogen nach New York. Und dann weiter aufs Schiff, dort wo es gerade war. Und diesmal kam ich aus Venedig und sollte dann in New York aufs Schiff steigen. Das Schiff war dort gerade und ich freute mich schon. Concorde ist immer super, dann bist du in 4 Stunden da. Und dann kam eben der Anruf und sagte, flieg bitte mit einer anderen Maschine, wir haben komplett verchartert. Oh, ist ja schade. Man freut sich ja auf solche Erlebnisse. Und als wir ankamen, hörten wir, was passiert ist. Freunde tot, Passagiere tot, mein Onkel, meine Tante mit verstorben innerhalb von Sekunden. Und das macht dann was mit dir. Ich lasse das mal so stehen gerade. Es passierte dann nochmal was. Monate später auf Samoa
wo ich mit jemandem, mit dem Kapitän zum Frühstücken wollte und ich verspäte mich und er fährt schon mal vor, reservieren und ich nehme ein anderes Fahrzeug, nehme noch ein paar Freunde mit und das erste Fahrzeug gerät so in einen Unfall durch Aquaplaning, dass der Captain gleich tot war und ich hätte mit daneben gesessen. Also wieder von dem Tod von der Schippe gesprungen und jetzt lasse ich es mal so stehen. Das sind Momente, und da war ich noch nicht Christ, das sind Momente, da bist du ganz besonders auf der Suche. Nach einem Freund, nach einem Menschen, die mit dir heulen, Menschen, denen du mal was anvertrauen kannst und wo du nicht mehr schauspielern musst. Aber im Laufe des Abends werden wir sicherlich noch die Lösung drauf finden. Ich habe mich im Jahr 2002, dieses Ereignis war 2000, was ich eben erzählte, 2002 habe ich mich für ein Leben mit Christus entschieden und dann eine Lebenswende vollzogen, wo ich heute nur noch staunen kann, wie Gott sie geführt und gesegnet hat. Freunde sind ein ganz wichtiges Thema. Freunde im Leben, ich hab sie Hoffnung erstreben, ich hab sie Glauben erleben auf dieser Welt. Gute Gespräche, ich hab sie so manche Schwäche, ich hab sie alles besitzen und nichts bestellt. Melodie von Duke Ellington. Gib deinem Leben die Chance zu erstreben, das Glück. Und schau mit Freude nach vorn, nicht im Zorn zurück. Schmeiß doch den Müll aus der Seele, nutze die Zeit aus und wähle ewigen Frieden und Harmonie. Du sagst, du hast schon, mach's wieder, geh auf die Knie, sing Lieder, bitte den Herrn an. Vergiss es nie. Gib deinem Leben die Chance zu erstreben, das Glück. Und schau mit Freude nach vorn, nicht im Zorn zurück. Freunde im Leben, ich hab sie Hoffnung erstreben. Ich hab sie, und das ist Glauben erleben auf dieser Welt. Danke für diesen ersten musikalischen Eindruck, der uns schon richtig gepackt hat. Und jetzt geht es weiter mit der, auf die ich mich so lange gefreut habe. Schon lange kennen wir uns, wir sind gut befreundet und wir konnten auch schon Zeit bei dir verbringen. Ich bin so dankbar drum, aber heute haben wir dich hier und heute wirst du was erzählen. Ich will überhaupt nichts über ihre Vita sagen, das erzählt sie gleich selbst. Nur eine kleine Anekdote, ist glaube ich erst 3 Tage her. Da war sie eingeladen in Deggendorf von der Schreinerinnung. Die Schreinerhandwerker haben Sie eingeladen zum Reden. Bayerischer Schreinertag. Genau, Bayerischer Schreinertag. Und da kommt sie auf die Bühne und wisst ihr, wie sie sich da vorstellt? Ach, wisst ihr was, sagt sie, mein Boss war auch Schreiner. 30 Jahre lang, bevor er losgezogen ist, die Welt zu retten. Herzlich willkommen, Theresa.
Vielen herzlichen Dank, Bill. Es ist mir wirklich eine Freude und wirklich große Ehre, hier zu sein. Waldemar, du hast jetzt schon mein Herz verzückt. Ja, ich möchte Ihnen von einem Abenteuer erzählen, das mir passiert ist. Und damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben heute. Mein Name ist also Schwester Teresa, bin 49 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich wollte mal 18 werden. Gebürtig aus Kroatien, mein Vater war Fußballspieler, ist entdeckt worden. So kamen wir nach Deutschland. Ich habe sein sportliches Talent geerbt, aber das sehen Sie mir heute nicht mehr an. Dass ich mal hessische Meisterin am Schwebebalken war und hessische, ja, und badische Meister im Fünfkampf, aber das ist mir Glauben, deswegen habe ich Bilder dabei. Und mein Leben war geprägt bis 18 Jahre mit Leistungssport. Ich kannte aber Gott nicht, war nicht getauft, sondern ich wollte Karriere machen, Sport studieren, später Trainerin werden. Und ja, und mein Leben war verplant, wenn andere mit 12 ein Fahrrad bekamen, bekam ich einen Schwebebalken im Garten. Alles war eigentlich nur auf diesen Sport. Ja, und dann kam ich auf ein Internat, habe 40 Stunden die Woche trainiert in die Leichtathletik und ich wusste, jetzt geht's richtig voran. Und dann kam aber eine Nacht, die mein Leben völlig auf den Kopf stellte. Meine Freundin hatte ihr Zimmer umgeräumt, wollte ein paar Bücher aussortieren und ich sah klicks hin und mitten in der Nacht wache ich auf und ich kann nicht mehr schlafen. Und ich wälze mich im Bett und ich denke, lese was, vielleicht wirst du wieder müde. Sie wissen ja, das beste Einschlafmittel greift zum Buch. Ich greife zum erstbesten Buch an dem Stapel, es war die Bibel. Ich hatte noch nie in die Bibel geschaut und ich schlage irgendwo auf, steht der Bergpredigt, was ist das denn? Und ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt. Und ich lese weiter, ein verrückter Satz, wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin. Wie kann man denn so leben? Erfahr von Jesus, dass er einen Gott hat, den er Vater nennt. Wie er brutal ermordet wurde, wie seine Freunde sagen, er lebt. Und am nächsten Tag hatte ich ein Basketballspiel und wie ich so einen schönen Korb geworfen habe, werde ich sehr bös gefault, alles schimpft. Und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt. Doch dann fiel mir dieser Satz ein und ich habe anders reagiert und gemerkt, das stimmt, so ein Frieden, da ist was dran. Bin nach Hause gelaufen, in diesem Buch gelesen, so fing mein Abenteuer an mit Jesus Christus, habe mich taufen lassen, meinen Sport aufgegeben, nach dem sozialen Jahr bin ich ins Kloster eingetreten, zu den Vinzentinerinnen von Fulda, die wussten aber nicht, was sie mit mir anstellen sollten. Ich hatte noch keine Ausbildung und so war ich im Kinderdorf bei Behinderten, im Krankenhaus, habe Altenpflegehelferin gelernt, später Religionspädagogik studiert und ich kam in einen sozialen Brennpunkt in Hanau bei Frankfurt am Main. Und es war ein richtig soziales Milieu, 70% ausländische Mitbürger, die GIs, die Nutten an der Ecke, viel Gewaltpotenzial. Und ich habe schnell gemerkt, mit frommen Sprüchen brauchst du hier keinem kommen. Du musst in das Leben der Menschen eintauchen, habe ich vor allem der Kinder angenommen, habe mit ihnen Fußball gespielt, Basketball gespielt und Skateboard gefahren. Ich wusste aber nicht, dass mich eines Tages Frau Schreinemackers entdeckt. Ich weiß nicht, ob Sie sie noch kennen, diese Sendung. Die drehten einen Film über meine Arbeit. 5 Millionen Zuschauer sahen das und über Nacht wurde ich bekannt als die Skateboardfahrende Nonne. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann das blöde Brett nicht mehr sehen, aber es hat viele Türen aufgemacht und die Leute haben gesagt, wenn eine katholische Schwester Skateboard fährt, dann tut sich da mal was. Es hat sich sehr viel getan. Dieses Bild ist inzwischen auf der ganzen Welt erschienen, von den Philippinen bis Ohio, aber dass ich noch mehr tue als Skateboardfahren, hat sich auch rumgesprochen. In dieser Zeit gab Gott mir die Vision, eine neue Gemeinschaft zu gründen in der katholischen Kirche für Schwestern, Brüder, Eheleute. Wir gingen ins Bistum Bamberg, die sagten ja. Und jetzt am Pfingstfest haben wir 20 Jahre gefeiert, die kleine Kommunität, bekannt geworden durch unsere Kindergottesdienste. Sie müssen sich vorstellen, 11 Jahre, 300 Kinder freiwillig in der katholischen Messe. Wir haben es geschafft, ihr Herz zu erreichen. Jetzt in der neuen Seelsorgseinheit haben wir auch über 100 Kinder schon. Eine andere Leidenschaft war der GoX. Und heute ist es mir ein ganz besonderes, bewegendes Moment, weil ich an dieser Stelle immer erzähle, was wir für tolle Gäste immer hatten dort. Und heute habe ich gerade erfahren, ist Pfarrer Christian Führer gestorben. Hier, den ich immer an dieser Stelle zeige. Er ist der Pfarrer, der evangelische Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig gewesen. Er fing an, mit ein paar jungen Menschen Friedensgebete zu sprechen.
Daraus entstanden die Montagsdemonstrationen, die Wände. Eine andere Leidenschaft von mir ist die Musik. 9 Musicals habe ich komponiert und aufgeführt mit meiner Pfarrei, meistens so mit 100 Mitwirkenden. Die Jüngste, die mitmacht, ist 5, die Älteste 80. Wir waren auf vielen Kirchentagen und weil ich bei diesen Musicals manchmal rappe, hat die FAZ geschrieben, ich wäre die deutsche Antwort auf Sister Act. Aber mein Musical war vor Sister Act. Wir haben viele, viele Aufführungen gehabt, alle 2 Jahre ein großes Kirchenfestival mit 3000 Besuchern und manchmal bin ich mit Maite Kelly und anderen Stars unterwegs zu zeigen, Kirche kann ganz anders sein. Aber darüber hinaus bin ich 50.000 Kilometer unterwegs zu Vorträgen in katholischen Gemeinden, bei evangelischen Frauenfrühstück, bei Baptisten, bei FEG, bei vielen Unternehmern, Schmidt College oder Landfrauentagen. Letztes Jahr habe ich 184 Vorträge gehalten und das Höhepunkt war, ich war eingeladen auf die Zugspitze für eine Firma für artgerechte Tiernahrung. Ob Banken oder Sparkassen, in diesem Jahr war ich schon auch in Kiel beim Verband der selbstklebenden Etiketten und Schmalspurkonvertoren. Und demnächst bin ich beim Friedhofskulturkongress und ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was das ist. Dann sagt er, wir sind Beerdigungsinstitute. Er sagte, wir sind ja aus der gleichen Branche. Und ich, ach so, sie bringen sie runter und ich muss gucken, wie sie wieder raufkommen. Also wenn es klingelt, ich weiß nie, wer dran ist. Es ist wirklich lustig. Immer wieder in den Medien gewesen, in vielen, vielen Sendungen, ob bei Beckmann oder Lanz oder vor 8 Jahren in der Quizshow von Jörg Pilawa mit meinem Pfarrer, der als mein Bodyguard heute dabei ist. Und dazu muss ich Ihnen erzählen, wir standen vor unserem 10-jährigen Jubiläum und wenn man Kirche mit Qualität machen will, brauchst du gutes Equipment. Wir waren manchmal knapp, ich habe nur eine halbe Stelle gehabt, hatte noch nicht mal ein Auto. Und da fing ich an zu beten, lieber Gott, wenn du mal was übrig hast, denk an mich. Und nach einem Jahr rief diese Castingfirma an, ob ich in die Quizshow will. Da wusste ich, mein Gebet ist erhört worden. Jetzt mussten wir aber einen Test machen, ob wir überhaupt was wissen. 25 Fragen in 3 Minuten ankreuzeln. Wir haben es irgendwie geschafft und dann hieß es, es kann ein halbes Jahr dauern. Aber nach 3 Wochen kam der Anruf, wir sollen nach Hamburg kommen. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ein Unterschied, ob Sie im Wohnzimmer sitzen oder auf diesem Stühlchen, glauben Sie mir. Daheim denkst du, wie dumm sind denn die da vorne, aber wenn du selbst dort bist, weißt du, wie dumm du bist. Aber Gott war mit uns, wir haben 100.000 Euro erspielt, das war ein großer Segen. Wir haben natürlich viel Gutes damit getan, eine Tafel gegründet für Bedürftige. Seitdem hatte ich endlich ein Auto und damit alle wissen, dass vom lieben Gott ist, stand hinten drauf, sponsert bei Gott. Aber nachdem es mich nach 290.000 Kilometern im Stich gelassen hat, habe ich jetzt ein neues, jetzt steht drauf, im Auftrag des Herrn unterwegs. Aber ich muss Ihnen erzählen, was ich nach dieser Sendung erlebt habe. Wir mussten einen Vertrag unterschreiben, dass wir niemand sagen, wie viel wir gewonnen haben, bis die Sendung ausgestrahlt wird, sonst müssten wir 6.000 Euro Strafe zahlen. Die Aufzeichnung war im Mai, gesendet wurde es im Oktober. Jetzt stehst du in Hamburg am Bahnhof, könntest vor Freude über so einen Gewinn natürlich ausflippen und musst die Gosch halten. Die Bundesbahn überfüllt mit Menschen, dann sage ich zum Fahrer, weißt was, jetzt gehen wir in die 1. Klasse, das können wir uns jetzt leisten. Da war niemand, denn jetzt 8 Stunden Schweigen war sogar für mich zu viel. Und dann gingen wir in diesen Speisewagen, ich bestelle mir einen Steak, kommt die Kellnerin nach 10 Minuten und sagt, wir haben ein Problem. Und ich sage, was für ein Problem? Wir finden die Pfanne nicht. Und ich sage, Sie haben doch jetzt nicht gesagt, Sie finden die Pfanne nicht. Also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon je so gelacht habe. Dann sage ich zum Pfarrer, jetzt haben wir 100.000 Euro und die findet die Pfanne nicht. Das glaubt uns doch kein Mensch. Aber solche Anekdoten finden Sie in meinen Büchern. Ich habe verschiedene Preise bekommen, unter anderem den Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur. Und seit letztem Herbst die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin immer noch ganz sprachlos. Ich bin Buchautorin, male sehr gerne, wenn ich mal nichts zu tun habe
Und man sagt auch über mich, ich wäre eine ausgezeichnete Köchin. Wenn Sie es nicht glauben, im Heftina habe ich das Weihnachtsmenü gekocht. Es gibt beim Michaelsbund kleine Kochshow auf YouTube, kleine Häppchen mit Schwester Teresa. Und wenn ich gar keine Lust mehr habe, mache ich vielleicht noch ein Restaurant auf. Schauen wir mal. Und Sie können sogar eine App von mir haben, wenn Sie ein Smartphone haben, gibt es mich jetzt zum Runterladen. Da kriegen Sie jeden Tag einen schönen Impuls. Ich würde mal zusammenfassen, mein Leben ist mein Hobby. Und das seit Jesus Christus in mein Leben kam. Und ich möchte natürlich heute nicht nur von meinem Abenteuer erzählen, es ist ein Abenteuer, sondern auch überlegen mit Ihnen, wie kann Ihr Glaubensleben, wie kann Ihr Leben immer wieder neu erfüllt sein. Und dazu habe ich 5 Schritte und der erste Schritt heißt für mich Freundschaft mit sich selber leben. Jetzt, wenn Sie sagen, was soll ich machen, Freundschaft mit mir selber leben? Gut, ich frage Sie mal anders. Sind Sie gerne mit sich selber befreundet? Oder wären Sie gern mit sich befreundet? Gut, vielleicht nicht immer. Aber wissen Sie, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich nicht gut mit mir umgehen kann, wie soll ich gut mit anderen umgehen? Wenn ich mich nicht lieb habe, wie soll ich andere lieb haben? Und wenn ich mir nichts gönne, gönne ich manchmal, fast immer auch anderen auch nichts. Also hängt das natürlich davon ab, ob ich einmal begriffen habe in meinem Leben, wie kostbar ich bin, wie kostbar Sie sind. Wir Menschen sind für Gott der größte Schatz. Für uns hat er diese wundervolle Welt gemacht und er gab uns 2 herrliche Dinge, dass wir das nie vergessen, wie kostbar wir ihm sind. Das erste ist sein schönstes, großartigstes, seinen Sohn. Und dieser Sohn hat sich so sehr in die Menschen verliebt, dass er fähig war, am Kreuz zu sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Naja, er hätte auch sagen können, hat keinen Sinn, schick sie alle in die Hölle. Sie sehen so unerlöst aus, sind garstig und neidisch. Aber er hat sich in die Menschen verliebt, obwohl ihre ganze Brutalität erlebt hat. Was das bedeutet, ist mir vor einigen Jahren neu aufgegangen, als ich in Auschwitz war. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind oder Ihr Schatz würde aus Ihren Armen entrissen an die Wand gestellt und sollte erschossen werden. Würden Sie nicht aufschreien, halt nimm mich, lass mein Kind leben. Und genau das hat er getan, stellvertretend für jeden Sünder und jede Sünde hat er den Platz eingenommen. Das ist die frohe christliche Botschaft. Aber Gott gab uns noch was Schönes und das ist die Freiheit. So was Wundervolles. Wir können alle selber entscheiden, wo Sie gerade sitzen, mit wem Sie Ihr Leben teilen, was Sie morgen essen, das ist Ihre Entscheidung. Und Gott hat so einen Respekt vor Ihrer Freiheit. Gott würde nie in Ihr Leben kommen, wenn Sie ihm das nicht erlauben. Gott ist ein Gentleman. Der will keine Sklaven auf Erden. Der drängt sich nicht auf. Naja, manchmal sagen wir schon, könnte sich schon mal ein bisschen mehr blicken lassen, nicht? Bei Herrn Putin zum Beispiel, gell? Oder heute Abend bei der WM. Wenn Deutschland spielt, gell? Könnte doch mal im Himmelszelt seine ganze Macht und Herrlichkeit zeigen. Alle würden sehen, es gibt Gott, alle würden sich bekehren und alles wäre wundervoll. Wirklich? Würden wir Menschen aus Liebe oder aus Angst leben, wenn wir eine Macht sehen könnten, die das Universum erschaffen hat? Ich glaube aus Angst und deswegen kommt Gott nicht so. Gott kommt als kleines Bubbelchen auf die Welt, vor dem sich niemand fürchtet. Ins letzte Kaff der Welt, Bethlehem, dass keiner erschrickt. Und dieses Kind wird erwachsen, wird sagen, wenn du wissen willst, wie dein Gott ist, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn Sie ein Abenteuer im Glauben wollen, ist das der erste Schritt, zu begreifen, wie kostbar Sie sind. Und dann kann es weitergehen. Ganz im Vertrauen, du kannst darauf bauen. Denn was geschehen vor 2000 Jahren, ist wahr. Kannst ruhig vertrauen. Schweben im Glück,
Gott kennt kein Zurück. Wenn du dein Leben ihm anvertraust, komm, lass dich führen, dann wirst du es spüren. Und wenn die Welt auch mal zerfällt, und wenn der Reichtum der Fratze muss weichen, heißt Armut der Welt, wer weiß schon, was zählt. Nichts wie im Traum, kein Tanzen im Schaum. Von deiner weinenden Seele, da löst sich ganz langsam der Saum. Nichts hat mehr Halt, nur Bäume, kein Wald. Himmel und Erde werden vergehen, doch seine Worte, die stehen geschrieben und bleiben bestehen. Wir werden es sehen. Denn wir sind dabei, der Herr spricht uns frei. Wenn du dein Leben ihm anvertraust, dann wirst du es spüren. Komm, lass dich führen. Gott hat einen Plan, sprich ihn drauf an. Kann sein, dass er ihn durchkreuzt mit seinem Sohn, doch freue dich schon auf ein Leben mit Sinn. Der Herr führt dich hin. Plötzlich verschwindet der Nebel und siehe, alles wird klar, alles wird klar. Ganz im Vertrauen, du kannst auf ihn bauen. Also, liebe Schwester, wenn du mir dein Herz gibst, dann hast du keins mehr. Darf ich dir meins schenken? Es ist mir eine große Freude, mit dir zusammen heute hier zu sein. Und das Zweite, was ich mir unbedingt merken möchte, ist, wenn das mit dem Restaurant klappt, lass uns doch eine Klavierbar da noch irgendwo in, ja, das schaffen wir schon zusammen. Und Ihnen möchte ich sagen, meine Damen und Herren, wir haben auch was gemeinsam, nicht nur unseren Glauben an Christus, sondern wir sind über Gottes Wort zum Glauben gekommen. Als das mit der Concorde und mit der Samoa-Geschichte, die ich Ihnen eben angesprochen habe,